Der WBO-Titelkampf ist dann gegen 22:15 plus. Kampfansage, Buddy Who, WBO-Europe-Titel, Samstag, einen auf die Tonne kloppen. Nein, das wird nicht passieren, also so bin ich nicht. Und wir Sportler sollten uns respektieren, was sehr wichtig ist. Und es soll einfach ein geiler Kampf werden, ein geiler Abend werden. Jeder soll seinen Stiefel durchboxen, gerade unsere Berliner Boxer, Nick, Philipp, Hamza, Paul, Justin. Wir wollen einfach einen geilen Abend haben. Warum? Wir brauchen uns hier nicht irgendwie bekriegen oder sonst dergleichen. Das ist einfach nicht mein Ding. Wir sollten uns als Sportler respektieren und das ist das A und O. Elias? Also vor allem werde ich mich nicht von meinen Kindern jetzt irgendwie eine Schlachte-Kampfansage machen. Aber letztendlich, wie schon Ronny sagt, wir sind Sportler, das ist ja Sport. Und es ist kein Straßenkampf, das ist Boxkampf, das ist Sport. Und wir stehen als Berufssportler irgendwo auch als Vorbilder. Ich meine, ich habe das hier, oder wir haben das täglich bei uns im Studio. Wir arbeiten ja viel mit Kindern, Amateursportlern. Also dementsprechend kann ich auch so, wie Ulf sagt, das Boxen ist da, es lebt. Wir haben es jeden Tag vor Augen. Jetzt sind wir Berufsboxer, beziehungsweise auch die anderen Jungs, die ja auch zum Glück diesen Kampf haben mitgestalten, an der Reihe, das vorzuzeigen. Der breiten Öffentlichkeit durch das RBB haben wir natürlich auch nochmal eine gute Plattform, die Ulf uns da präsentiert. Und wir brauchen, ich bin meiner Meinung, wir brauchen kein großes Tamtam, sondern wir müssen mit Leistung überzeugen und das im Ring und das auf sportlich fair, respektvoller Ebene. Natürlich, jeder will gewinnen, das ist Sport, wir sind Sportler, wir leben dafür, wir brennen dafür, aber wir brauchen jetzt kein Tamtam, um jetzt oder vom Sport abzulenken und es geht darum, was im Ring präsentiert wird. Und das ist das Wichtige. Wisst ihr, und da werde ich beruhigt. Genau so das, was ihr beiden gesagt habt, habe ich dem Kollegen vom RBB exakt so erzählt. Also ich gehe natürlich trotzdem aus ohne Kampfansage und er hat es ja auch schon gesagt, also beide wollen gewinnen. Also da will keiner sagen, es war ein schöner Tag und so schön alles. Also Ronny sieht sich natürlich mit dem Gürtel und Elias sieht sich genauso mit dem Gürtel, das muss man ganz klar sagen. Das wird schon, ich habe das oft erlebt, also so eine Atmung, ich kann mich erinnern an Robert Schiegels, der hat mal gegen seine besten Gruppe geboxt. Und die wirklich privat befreundet waren, und da haben die gesagt, das geht doch ja nicht. Und dann haben die sich eine Schlachtung vor der noch eine Weltmeisterschaft. Also es war unglaublich. Und danach lagen sie über den Arm und sind dann jede Woche später zusammen in Urlaub gefahren. Aber im Ring gab es keinen Wenn und Aber. Nach ab 21:45 Uhr bei rbb24.de den Livestream verfolgen, der dann einstarten wird mit dem nächsten Titelkampf, den wir gleich vorstellen werden. Internationale Deutsche Meisterschaft. Der Mann kommt aus Polen. Hier kommt Przemyslaw Gorgon! Wer hat so einig, dass er schon umgezogen ist? 26 Kämpfe, 16 Siege, davon 6 durch K.O. 10 Runden internationale deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht. 77,1. 77,1 Kilogramm. Przemyslaw Gorgon. So, Berlin. Der nächste. Aus Berlin kommt unser Mann. Hier kommt Nick Hannig. Nick Hannig. 13 Kämpfe, 11 Siege. 77,8 Kilogramm. Damit steht der Fight. Nick Hannig, Przemyslaw Gorgon über die internationale deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht. Wir haben einen zweiten Titelkampf. 21:25 startet der Livestream.